Drittel aller Wiesnbesucher kommen aus Bayern. Es ist allerdings nicht empirisch erhoben, wie viel davon aus der Oberpfalz kommen. Aber eins weiß ich jedenfalls sicher, es gibt eine Premiere heute. Die Kabarettistin, die auftritt, die war tatsächlich noch nie auf der Wiesn. Heute das erste Mal. Normalerweise ist sie damit beschäftigt, Preise einzuheimsen. Dieses Jahr den Musikpreis des Bayerischen Kabarets. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. Es war mein persönlicher Wunsch, dass sie das heute übernimmt. Freuen Sie sich mit mir auf Lissi Aumeier. Sehr, 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 sehr gesund. Und ich werde Ihnen jetzt diesen Krug präsentieren mit übrigens Thomas, man kann auch mit Anwendungen, Kleinigkeiten, Kalorien verbrauchen. Stell dir vor, du trinkst ein Glas eiskaltes Wasser. Da muss dein Körper dieses eiskalte Wasser auf körpereigene Temperatur erhitzen. Wo nimmt sich der Körper diese Energie her? Von seinem körpereigenen Fett. Das heißt, wenn du jetzt zwei eiskalte halbe Maß Bier saufst, verbrennst du 15.680 Kalorien. Hier in der Oberpfalz, wir werden ja schon geboren mit kleinen Saugnäpfen an den Fingern, damit wir später das Bier festhalten können. Und das ist er. Schaut euch das mal an, wie ich. So, bei mir jetzt immer. Finden Sie das pass auf? Und die Symbole sind toll. Schauen Sie, ich als Münchner Kinder, dann die Breze, Kalorien, die Rose für die warmherzige Stadt, für die Freundlichkeit. Außer man fährt Taxi in München, dann ist es nicht so freundlich. Bier haben wir drauf, ein Rettich für die Würze, ein Herz für die Weltstadt. Und es ist nicht nur so, dass ich das erste Mal auf der Wiesn bin. Ich bin erst das vierte Mal in München. Und damals war ich da in München. Könnt ihr euch noch erinnern, wie die Tina Turner auf Welttournee war? Könnt ihr euch erinnern? Da ist die hier im Olympiastadion aufgetreten mit einem Dirndl. Ja? Und die Tina Turner, man muss ehrlich sagen, Tina Turner heute, muss man sagen, von hinten schaut sie aus, als wäre sie vorne schön. Tina Turner ist damals im Dirndl aufgetreten, aber Tina Turner ist ja immer in kurzen Röcken aufgetreten. Das ist keine Zellulitis, das ist ein Hagelschaden. Und dann hat die wirklich, so ist die aufgetreten. Dass ich diesen wunderschönen Krug heute präsentieren darf. Bravo. Dieter, komm her. Dieter!